Gut, hallo und herzlich willkommen zurück hier im Classroom. Unser nächster Referent ist Thomas Hartwig. Er ist Programmierer, Kleinunternehmer und Autor. Sein Buch zum Thema Urheberrecht und Internet findet ihr sicher online. er wird uns einen Vortrag halten zum Thema Volksinitiative Faires Urheberrecht. Bitte, Hartwig. Ich danke Nicole für die Ansage, die ich jetzt nicht gehört habe, und möchte gleich in medias res hinüberwechseln. Vor 30 Jahren ist das World Wide Web entstanden. Es ist von einer Reihe von Physikern am CERN in Genf entwickelt worden, und Robert Gaio, einer von ihnen, hat das damals so beschrieben. Die 80er Jahre bescherten dem CERN eine Flut von digitalen Daten. Man konnte sie nicht mehr wie früher in Bibliotheken räumen. Tim und ich suchten dafür eine Lösung. Wir hatten, noch ehe wir uns trafen, eine ähnliche Idee. Man bräuchte ein Netzwerk, in dem ich ein Dokument lesen kann, ohne den Verfasser zu behelligen oder darauf zu warten, dass die Post mir eine Diskette bringt. Vor der Erfindung des Web tauschten Physiker wissenschaftliche Artikel so aus. Renommierte wissenschaftliche Zeitungen bezahlten die Autoren von Artikeln, die von Fachleuten geprüft und abgedruckt wurden, mit 50 bis 200 Separatdrucken. Da die Abonnemente dieser Zeitschriften schon damals höchstens noch für Universitätsbibliotheken erschwinglich waren, erhielten Autoren oft Briefe von Studenten, von Wissenschaftlern in der Sowjetzone oder aus der Dritten Welt mit der Bitte um einen Separatdruck. Es war Ehrensache, dass man dieser Bitte entsprach und sogar das Porto bezahlte, solange man noch Separatdrucker hatte. Sonst schickte man halt eine Fotokopie. Mit der Erfindung des Web wurde die Durchlaufzeit zwischen Bedürfnis nach einem Artikel und dessen Erhalt von Monaten auf Sekunden verkürzt. Damit beschleunigten sich alle intellektuellen Tätigkeiten enorm. Als Programmierer weiß man, dass die Turnaround-Time zwischen Programmierung und Ausführung der entscheidende Faktor für die Produktivität der Programmentwicklung ist. Das Urheberrecht ist dieser Grundidee des Web diametral entgegengesetzt. Jede individuelle Äußerung aller Menschen ist a priori urheberrechtlich geschützt. In jedem Stadium und für jede Fassung besteht ein selbstständiger Schutz, soweit Werkcharakter vorliegt. Das heißt also zum Beispiel, dass der urheberrechtliche Schutz dieses Vortrags dann entsteht, wenn ich den Satz sage, der dem Artikel Werkcharakter verleiht. Bevor ich ihn sage, ist der Text in keiner Weise geschützt, nachher aber total. Keine individuelle Äußerung aller Menschen darf daher genutzt werden, ohne dass man vorher den Verfasser behelligt und darauf wartet, bis dieser oder ein Rechteinhaber oder ein Verwertungskulturfunktionär auf eine Anfrage reagiert. Ohne Einwilligung der Urheberinnen und Urheber darf dieses Recht von niemandem in Anspruch genommen werden, und nur sie entscheiden über die Verwendung des Werks. Erfahrungsgemäß kann das auch heute noch
Jahre dauern. Man versuche es mal mit einer Anfrage bei der Schweizerischen Verwertungsgesellschaft Proliteris. Die Urheberrechtsjuristen spielen dabei ein unehrliches Spiel mit dem Wort Nutzen. Der reine Werkgenuss, der Konsum eines Werkes, bedarf grundsätzlich keiner Einwilligung der Urheber, sondern nur die Nutzung, bei der jemand also aus der Verwendung des Werks einen Nutzen zieht. Trotzdem unterstellen Urheber, Rechteinhaber und Kulturfunktionäre, dass jeder Konsument ein Nutzer ist und somit vor dem Konsum eine Einwilligung der Urheber einholen muss. Selbstverständlich profitieren heute nicht nur Wissenschaftler, sondern auch Verleger, Kulturschaffende, Politiker und die Wirtschaft im Allgemeinen vom effizienten Web, wo man auf Informationen zugreifen kann, ohne den Verfasser zu behelligen. Der daraus resultierende Produktivitätsgewinn wird von allen gerne kassiert. Trotzdem bestehen die Kulturfunktionäre, die Vertreter der Kulturindustrie und der Politik auf einer immer restriktiveren Auslegung des Urheberrechts. Selbstverständlich benutzen sie dafür das Web und quelloffene freie Software, ohne die Verfassung, deren Verfasser zu behelligen, um die sogenannten Piraten zu verfolgen und mit zermürbenden Abmahnungen und Prozessen abzuzocken. Die fundamentale Diskrepanz zwischen den aktuellen Kommunikationsgegebenheiten im weltweiten Netz und dem 200 Jahre alten Urheberrecht kann nicht nur durch einige kleine kosmetische Änderungen im Urheberrecht behoben werden. Die Kämpfe gegen kleinere Neuerungen, Uploadfilter, Linktags, Lichtbildschutz kosten viel Energie und reparieren die grundlegenden Unzulänglichkeiten des Urheberrechts in keiner Weise, selbst wo sie erfolgreich sind. Um zu einem mit modernen Kommunikationsmitteln kompatiblen Urheberrecht zu finden, ist ein grundlegender Neustart der Gesetzgebung notwendig. Ein solcher kann in der direkten Demokratie der Schweiz mit einer Volksinitiative durchgesetzt werden. Es gibt zwei direktdemokratische Instrumente in der Schweiz, das Referendum und die Initiative. Mit Hilfe des Referendums kann das Parlament dazu gezwungen werden, ein verabschiedetes Gesetz der Volksabstimmung zu unterbreiten. Mit Hilfe der Volksinitiative kann das Parlament durch eine Verfassungsänderung dazu gezwungen werden, eine neue Gesetzgebung an die Hand zu nehmen. Beide Instrumente dienen also dem Fall, wenn vermutet wird, dass das betreffende Anliegen vom Parlament nicht im Sinne der Stimmbürger behandelt wird. Bevor man eine Volksinitiative ins Auge fasst, muss man sich also fragen, ob man das Anliegen nicht über normale Kanäle von Parteien und Parlament durchsetzen kann. Was das Urheberrecht betrifft, ist die Chance gleich null, einen echten Neustart mit Hilfe der traditionellen Parteien und Parlamentarier zu erreichen. Im Gesetzgebungsprozess der letzten Jahrzehnte, Revision 2007, AGUR 12, AGUR 12 Plus, Revision 2019, wurden nur Urheberrechtsjuristen von Zwangsabgaben profitierende Kulturfunktionäre und die Urheberrechtsindustrie angehört. Vertreter einer Modernisierung des Urheberrechts, welche den Realitäten gerecht wird, wurden auf allen Ebenen von Exekutive und Legislative abgeblockt. Die Medien geben der Debatte um einen Neustart keinen Raum, weil sie glauben, das Internet urheberrechtlich in Besitz nehmen und beherrschen zu können. Ist denn das Urheberrecht so wichtig? Da eine Volksinitiative einen beträchtlichen Aufwand verlangt, muss man auch fragen, ob das Anliegen den Aufwand lohnt. Beim Urheberrecht geht es um nichts weniger als um das geistige Erbe, die Kommunikation und den Austausch der Menschheit, denn die aktuelle Definition des Urheberrechts trifft praktisch die gesamte Kommunikation im Kern. Die internationalen Oligopole möchten das Internet mit Hilfe des Urheberrechts in eine Art gigantische Fernseharena verwandeln, wo sie bestimmen, was gesendet wird und was nicht. Die Politiker aller Länder, nicht nur die chinesischen, unterstützen dieses Vorhaben,
denn sie erachten die demokratische Kakophonie des heutigen Internet als Bedrohung ihrer Macht. Das ist natürlich richtig, dass Informationsfreiheit und Demokratie die Macht derer bedrohen, die sie gerade innehaben. Es scheint mir lohnend, das Monopol und die Definitionshoheit der Kulturfunktionäre und der multinationalen, auf wenige Oligopole geschrumpften Urheberindustrie zu brechen. Die Gesetzgebung auf diesem Gebiet beeinflusst die kulturelle und politische Zukunft der Schweiz auf lange Zeit zentral. Und nicht nur der Schweiz, sondern auch der Welt. Da kann man sich fragen, in Anbetracht der globalen Wichtigkeit für die Kommunikation und Kultur der Menschheit, scheinen lokale Gesetze der kleinen Schweiz der Problematik nicht gerecht zu werden. Wir haben in den letzten Jahrzehnten einen internationalen Wettlauf der Politiker beobachtet, die sich gegenseitig mit kommunikations- und kulturfeindlichen Verschärfungen des Urheberrechts zu übertreffen mühten. Sollte es in der Schweiz gelingen, eine von der allgemeinen Bevölkerung getragene Gegenbewegung in Gang zu bringen, könnte diese auch internationale Auswirkungen haben. Wenn die Kultur in der Schweiz wegen einem fairen Urheberrecht zu blühen beginnt und sich dem Diktat multinationaler Oligopole und der Kulturfunktionäre zu entziehen vermag, könnte ein gesunder Wettlauf in Richtung faire und liberale Regelungen in Gang kommen. Vor 10 Jahren habe ich ein Buch zum Thema Urheberrecht veröffentlicht und forderte darin, dass das Urheberrecht im Zeitalter der Kopienflut der digitalen Kommunikation nicht mehr auf das Kopieren als Nutzung fixiert sein sollte. Vielmehr müsste es, analog zum Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, die unlautere Nutzung von Werken verbieten und somit die faire Nutzung erlauben. Ziele einer Volksinitiative, die einen echten Neustart des Urheberrechts beinhaltet, wären also: Die faire Nutzung muss im Zeitalter des Internets wie der reine Konsum grundsätzlich erlaubt sein, ohne dass man sich jedes Mal gezwungen sieht, Urheberrechteinhaber oder Kulturfunktionäre damit zu behelligen. Außerdem muss die exklusive Herrschaft der multinationalen Kulturindustrie über die Verhinderung von Kommunikation über das Internet gebrochen werden, denn das läuft letztlich auf Zensur hinaus. Sodann ist die mafiose Dominanz der Kulturfunktionäre zu beenden, die in der Schweiz in den letzten 10 Jahren 1 Milliarde Schweizer Franken unrechtmäßig in Form von Zwangsabgaben als sogenannte Vergütung kassiert haben, ohne Werke vorweisen zu können, deren Nutzung vergütet wird. Der extreme Witwen- und Waisenschutz, der den Zugang zu kulturellen Werken noch 70 Jahre lang nach dem Tod der Urheber verbietet, ist auf ein vernünftiges Maß zurückzubinden. Schließlich ist die private Aneignung von Werken, die in der Public Domain sind, mindestens so stark zu bestrafen wie die Aneignung von urheberrechtlich geschützten Werken anderer. Haben wir denn heute bessere Chancen, eine Volksinitiative für faires Urheberrecht durchzusetzen, als sagen wir vor 15 Jahren, als die Piraten stark wurden? Ich denke, vor 15 Jahren wehrten sich die Kulturschaffenden gegen die Neuerungen im Urheberrecht, denn sie hatten den Eindruck, die Piraten verlangen von ihnen, sie müssten ihre Werke alle gratis ins Netz stellen, ohne dafür bezahlt zu werden. Inzwischen hat sich einiges geändert. Unsere Forderung nach freier Kommunikation richtete sich schon damals nicht gegen Kulturschaffende und deren Einkommen. Die Ermöglichung fairer Nutzung, ohne die Urheber zu behelligen, ist gleichzeitig ein Verbot der unfairen Nutzung, welche das Einkommen bzw. Geschäftsmodell der Urheber schmälert. Die Kulturschaffenden nutzen heute offene und freie Software und profitieren von der schnelleren Turnaround des Web genauso wie alle anderen.
Die Oligopole, selbst die größten Piraten, selber die größten Piraten, setzen diese sogar dazu ein, um Piraterie zu verfolgen. Die Kulturschaffenden haben auch in der Praxis erlebt, dass die Kulturfunktionäre 1 Milliarde Franken in Form von unangemessenen Zwangsabgaben illegalerweise aus der Bevölkerung herausgepresst haben. Diese Gelder sind nie bei den Kulturschaffenden angekommen, denn es handelt sich ja nicht um Vergütungen von genutzten Werken. Kulturschaffende werden zunehmend vom Urheberrecht in ihrer eigenen Arbeit behindert und um den Lohn ihrer Arbeit betrogen. Falsche Eigentumsbehauptungen und Ausschluss aus den großen Plattformen treffen vor allem die Kulturschaffenden. Die Gesellschaft hat außerdem schließlich langsam die Nase voll von der Zensur der freien Meinungsäußerung, die von weltweiten Oligopolen ausgeht. Ein moderater Neustart des Urheberrechts, der nicht alles gratis freigibt, sondern zwischen fairer und unlauterer Nutzung unterscheidet, hat also durchaus Chancen, vom Volk angenommen zu werden. Wie könnte eine Volksinitiative aussehen? Eine Volksinitiative kann nur die Verfassung ändern. Gesetze basieren dann auf der Verfassung. Das heutige Urheberrecht in der Schweiz basiert auf Artikel 95 der Bundesverfassung. Dort finden wir im 7. Abschnitt mit dem Titel Wirtschaft den relativ nichtssagenden Satz: Der Bund kann Vorschriften erlassen über die Ausübung der privatwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit. Unmittelbar danach findet sich aber ein interessanter Artikel, nämlich Artikel 96 über die Wettbewerbspolitik. Der Bund erlässt Vorschriften gegen volkswirtschaftlich oder sozial schädliche Auswirkungen von Kartellen und anderen Wettbewerbsbeschränkungen. Er trifft Maßnahmen zur Verhinderung von Missbräuchen in der Preisbildung durch marktmächtige Unternehmen und Organisationen des privaten und des öffentlichen Rechts und b) gegen den unlauteren Wettbewerb. Auf diesem Artikel basiert das Gesetz über unlauteren Wettbewerb. Das heutige Urheberrecht fördert volkswirtschaftlich und sozial schädliche Auswirkungen von Kartellen und anderen Wettbewerbsbeschränkungen. Deshalb müsste ein auf faire Nutzung ausgerichtetes Urheberrecht hier verankert werden. Ein Initiativtext könnte also ungefähr so aussehen. Der Bund erlässt Vorschriften, also als Ziffer 3 von diesem Artikel 96 über den unlauteren Wettbewerb. Der Bund erlässt Vorschriften gegen die unlautere Nutzung von Werken der kreativen Urheberschaft unter Berücksichtigung folgender Grundsätze. A. Werke ohne individuellen Charakter sind nicht als Werke kreativer Urheberschaft geschützt. B. Gemeinfreie kreative Werke sind gegen private Aneignung geschützt. C. Pauschalvergütungen für Werknutzung sind ausgeschlossen. D. Verwertungsmonopole sind unzulässig. E. Kreative Werke sind höchstens 50 Jahre nach dem Ableben ihrer Urheber geschützt. F. Der Bund kann eine Registrierung geschützter Werke und ihre Rechteinhaber verfügen. Mit diesem Verfassungszusatz wird eine grundsätzliche Neuausrichtung des Urheberrechts auf faire Nutzung erzielt. Würde diese Initiative die Ziele erreichen, die wir vorhin erwähnt haben? Man kann nicht erwarten, dass das Gesetz, das vom Parlament auf der Basis dieser Verfassung erlassen wird, hundertprozentig in jedem Punkt dem entspricht, was wir uns wünschen. Die Formulierung in der Verfassung müsste allerdings ausschließen, dass die Zivilgesellschaft nicht mehr so total vom Gesetzgebungsprozess ausgeschlossen wird, wenn die Volksinitiative erfolgreich ist. Gehen wir die Punkte einzeln durch. Das Wichtigste ist wohl, dass die faire Nutzung ohne Behelligung der Urheber erlaubt wird, dadurch, dass die unfaire Nutzung verboten wird. Es geht damit ein wesentlicher
ein wesentlicher Gap zwischen dem Urheberrecht und dem Web wird zugeschüttet, denn die Effizienz und die Produktivität, die auf der Tatsache beruht, dass man nicht jedes Mal den Urheber behelligen muss, würde dann auch auf die Kultur übergreifen. Ein weiterer Vorteil der wettbewerbsrechtlichen Ausrichtung des Urheberrechts in diesem Artikel 96 ist die Vermeidung des Konzepts des geistigen Eigentums. Es geht um unlautere oder faire Nutzung, nicht um Eigentum. Die Rede vom geistigen Eigentum ist ein untauglicher Versuch, die Eigentumsgarantie der Verfassung als Begründung ungerechtfertigter Monopole und auf Kommunikationsinhalten in Anspruch zu nehmen. Geistiges Eigentum gibt es nicht. Die Inhalte ohne individuellen Charakter. International und in der Schweiz wird von den Urheberrechtsbetonköpfen das Ziel angestrebt, das Internet mit Hilfe des Urheberrechts beherrschbar zu machen. Nur wenige Medienmogule und Diktatoren sollen bestimmen können, was wie von wem auf dem Internet geäußert wird. Aus diesem Grund ist das Urheberrecht in den letzten Jahrzehnten aufgebläht und verwässert worden. Heute bezieht es sich nicht mehr auf kulturelle Werke, sondern auf alle möglichen Informationen auf dem Internet. Schon die sogenannten Verwandtenschutzrechte zielen in diese Richtung. Der in vielen Ländern geltende urheberrechtliche Schutz sui generis von Datenbankeinträgen hat das ursprüngliche Konzept des Urheberrechts als Schutz kultureller Werke völlig zerstört. Und in der letzten Revision des Schweizer Urheberrechts ist dann noch der Schutz von Fotos ohne individuellen Charakter hinzugekommen. Dieser Lichtbildschutz steht völlig quer in der Landschaft, wo es ursprünglich um kulturelle Werke ging. Jedes Knipsbild wurde am 1. April 2020 über Nacht mit einem 50 Jahre dauernden Monopol der Rechteinhaber und Kulturfunktionäre versehen. Diese sichern sich nun ihren Milliardengewinn, indem sie eifrig an der Konstruktion neuer Zwangsabgaben arbeiten, die geschuldet sind, auch wenn man keine dieser Fotos nutzt. Die Einschränkungen A im Initiativtext. Die Einschränkung A im Initiativtext soll dazu helfen, das Urheberrecht wieder auf seinen ursprünglichen Geltungsbereich des Schutzes der Kultur zu beschränken. Eine minimale Schöpfungshöhe muss gegeben sein, bis ein Werk urheberrechtlich geschützt ist. Selbstverständlich kann auch die Nutzung von Inhalten unlauter sein, die keinen individuellen Charakter haben. Eine solche unlautere Nutzung von Inhalten mit geringer Schöpfungshöhe ist aber basierend auf dem Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb zu ahnden und gehört nicht ins Urheberrecht. Gemeinfreie Werke sollen vor Privatisierung geschützt werden. In den letzten Jahren ist eine neue Form von Betrug populär geworden. Große Plattformen wie Facebook und Instagram werden aufgefordert, einzelne Beiträge oder ganze Kanäle von Kulturschaffenden zu sperren, weil sie angeblich urheberrechtlich geschützte Werke nutzen. Diese Behauptung bezieht sich oft auf Werke, die gemeinfrei sind, also der Public Domain angehören. Gemeinfrei sind etwa Gesetze, amtliche Verlautbarungen, aktuelle Nachrichten, das Panorama im öffentlichen Raum und Werke, deren Urheber seit mehr als 70 Jahren tot sind, sowie natürlich Inhalte, die keinen Werkcharakter haben. Wir erleben, dass die Medienmogule mit allen möglichen Tricks immer größere Teile der Public Domain als ihr geistiges Eigentum privatisieren. Gegen diese unrechtmäßige Privatisierung kann bisher rechtlich kaum vorgegangen werden, weil es angeblich an Klägern fehlt. Denn der Schutzanspruch des sogenannten geistigen Eigentums erlischt, wenn ein Werk gemeinfrei wird. Nach dieser Lesart sind die Werke in der Public Domain das Eigentum von niemand. Somit erleidet auch angeblich niemand einen Schaden, wenn gemeinfreie Werke privatisiert werden. Diese seien ja ohnehin nichts wert, weil sie ja alle nutzen dürfen. Diese Verachtung des kulturellen Erbes möchten wir das Konzept entgegenstellen, dass Werke in der Public Domain das Eigentum von allen sind, wenn man sich schon des unangemessenen Begriffs des Eigentums bedienen will.
Alle erleiden einen Schaden, wenn ihnen die Nutzungsrechte an gemeinfreien Werken genommen werden. Eine solche private Beanspruchung von Schutzrechten an gemeinfreien Werken muss genauso strafbar sein wie die Beanspruchung von Urheberrechten an Werken anderer. Das kulturelle Erbe und das Wissen der Menschheit müssen für alle frei zugänglich und nutzbar bleiben. Pauschale Zwangsabgaben für Fotokopien, welche die Verwertungsgesellschaften als vermutete Nutzungen nicht einzeln geltend machen wollten, gibt es im Schweizer Urheberrecht seit 1992. Im Gegensatz zu den Rundfunkgebühren sind diese als Gebühren bezeichneten Zwangsabgaben nicht von Listen genutzter Werke begleitet, welche zu einer entsprechenden Auszahlung an die Urheber und Rechteinhaber führen. Das Instrument hat sich nicht bewährt, die Kulturschaffenden profitieren nicht davon, der volkswirtschaftliche Schaden ist groß, die Anzahl der Tarife für pauschale Zwangsabgaben ist massiv angewachsen und wächst dauernd weiter. Heute gibt es Fotokopiergebühren, Netzwerkgebühren für alle Werktätigen und Zwangsabgaben beim Verkauf von leeren Speichermedien, Smartphones und anderen Geräten. Schulen und Universitäten schulden beträchtliche Zwangsabgaben, welche am Ende von den Bürgern über das Bildungsbudget bezahlt werden. Sogar Blindenbibliotheken werden kleinlich mit bürokratischen Gebühren schikaniert, weil dort Bücher auf Tonträger vorgelesen werden. Die Nutzung verwaiste Werke und die wissenschaftliche Auswertung von gemeinfreien Informationen in wissenschaftlichen Werken wird Anlass zu neuen Tarifen der Verwertungsgesellschaften geben, ebenso wie die Nutzung von Fotos ohne individuellen Charakter. Dass es bei diesen Zwangsabgaben nicht um Gebühren für die Nutzung von Werken geht, sieht man deutlich an der Lehrträgerabgabe. Denn auf leerem Speicherplatz sind natürlich keine Werke gespeichert, die von Käufern genutzt werden. Vielmehr wird unterstellt, dass heruntergeladene Werkkopien von Piraten auf diesen Lehrträgern gespeichert werden und etwa durch unrechtmäßigen Verkauf von Raubkopien genutzt werden. Der resultierende Schaden müsse über die Gebühren ausgeglichen werden. Dabei wird allerdings übersehen, dass es sich beim Verkauf von Raubkopien um eine strafbare Aktivität handelt und die Zwangsabgabe auf eine Kollektivstrafe der großen Mehrheit hinausläuft, die sich nichts zu Schulden kommen lässt. Kollektivstrafen sind von der Europäischen Menschenrechtskonvention verboten. Zum selben Thema, noch ein bisschen ausführlicher. Die Einnahmen aus den Tarifen kommen in erster Linie den Kulturfunktionären zugute. Sie basieren ja nicht auf Werken von Kulturschaffenden. Darum werden diese nicht ausgezahlt. Die Tarife sind seit 1992 nie auf Angemessenheit überprüft worden. Die Eidgenössische Schiedskommission für Urheberrechte und verwandte Schutzrechte hat ihre gesetzliche Aufgabe der Prüfung der Angemessenheit der Tarife einfach nie erfüllt. Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement hatte während der letzten 30 Jahre die Aufsicht über diese Schiedskommission. Dessen Vertreterin gesteht zu, dass von einem langdauernden Versäumnis bei der Angemessenheitsprüfung auszugehen ist. In den letzten 10 Jahren wurden wohl rund 1 Milliarde Schweizer Franken an Zwangsabgaben unrechtmäßigerweise von den Kulturfunktionären der Verwertungsgesellschaften kassiert. Die Zwangsabgaben werden von den Verwertungsgesellschaften gerne beschönigend kollektive Verwertung genannt. In den letzten Jahren war die individuelle Verwertung für die Verwertungsgesellschaften weniger lukrativ und eher mühsam. Deshalb wurde sie zusehends zugunsten der sogenannten kollektiven Verwertung vernachlässigt. Das unangemessene Kassieren von pauschalen Zwangsabgaben hat zu einer mafiosen Struktur bei den Verwertungsgesellschaften geführt, deren Führung inzwischen oft an Verwandte weitergegeben wird. Der große Topf der Zwangsabgaben ermöglicht die nicht öffentlich kontrollierte Verteilung von Geldern. Sie kann auch zur Gießkannenkorruption von medienschaffenden Beamten und Politikern genutzt werden. Aus all diesen Gründen ist es wünschenswert, diesen Missständen ein Ende zu bereiten. Dank dem Verbot pauschaler Vergütungen, also von Zwangsabgaben, können sich die Verwertungsgesellschaften wieder auf ihr Kerngeschäft,
der individuellen Verwertung der Werke ihrer Mitglieder konzentrieren. Die Abschaffung staatlich gestützter Monopole. Artikel 96 hält fest, dass Kartelle und Monopole in der Schweiz unerwünscht sind. Trotzdem sind im heutigen Urheberrecht gesetzliche Monopole der Verwertungsgesellschaften vorgesehen. Eine plausible Begründung für diese einschneidende Verletzung des Verfassungsgrundsatzes ist nirgends zu finden. Auch in der EU wurde versucht, die unerwünschten Folgen der Monopolstellung der Verwertungsgesellschaften zu vermeiden. Gemäß einer EU-Richtlinie von 2014 sind Verwertungsmonopole abzuschaffen. Die Cultural Commons Collecting Society hat versucht, sich auf diese Richtlinie zu stützen, war aber bisher nicht sehr erfolgreich. Ein Nebeneffekt des im Urheberrecht staatlich gestützten Monopols ist, dass praktisch nur Vertreter der Verwertungsgesellschaften am Dialog zur Weiterentwicklung des Urheberrechts beteiligt werden. Dank der reichlich fließenden Zwangsabgaben können sie sich viele teure Juristen kaufen. Die Zivilgesellschaft ist auch wegen der monopolistischen Natur der Verwertungsgesellschaften praktisch vollständig aus dem politischen Prozess um das Urheberrecht ausgeschlossen. Es ist an der Zeit, diesen alten Zopf der staatlich garantierten Monopole abzuschneiden, insbesondere diese in keiner Weise zum Vorteil der Bevölkerung eingesetzt werden können. Der Witwen- und Waisenschutz. Auch 50 Jahre sind ja natürlich viel zu lange, denn es ist völlig widersinnig zu glauben, dass die Witwen und Waisen noch 50 Jahre nach dem Tod eines Urhebers unbedingt Gelder aus der Verwertung eines seiner Werke erhalten soll. Es geht hier nicht mehr um den Schutz von Witwen und Waisen, sondern um die Tyrannie der Enkel und Urenkelin, zum Beispiel des Enkels von Bertolt Brecht oder der Urenkelin von Karl Valentin. Das höchstens im Initiativtext verhindert weitere Verlängerungen von Schutzfristen in der internationalen Urheberrechtsvereinbarung TRIPS. An diese ist die Schweiz momentan noch gebunden. Deshalb sieht die Initiative ein Minimum von 50 Jahren für die Schutzfrist vor. TRIPS sieht ein Minimum von 50 Jahren für die Schutzfrist vor. Die Initiative ermöglicht mit dem höchstens, dass die Schweiz die Schutzfristen auch weiter kürzen kann, wenn zum Beispiel TRIPS-Schutzfristen gekürzt werden oder die Schweiz aus TRIPS austritt. Ein zentrales Register geschützter Werke würde viele Ärgerlichkeiten des heutigen Urheberrechts beseitigen. Man müsste nicht ein Jahr auf die Antwort einer Verwertungsgesellschaft warten, um zu erfahren, ob sie ein Werk vertreten. Copyright-Betrug wäre ausgeschlossen. Die Frage, ob ein Urheber sein Werk überhaupt schützen will oder dessen Schöpfungshöhe für zu gering erachtet, wäre sofort beantwortet. Ebenso wären Fragen der Priorität nicht einfach gelöst und Streitigkeiten kämen im Moment der Registrierung zum Vorschein und könnten dann bereinigt werden. Ein solches Register kann heute digital, etwa vom Institut für geistiges Eigentum, mit moderaten Kosten geführt werden. Die Registrierungsgebühr wäre klein, würde die Welt aber von Copyright-Spam befreien. Die Registrierung ihrer Werke ist die am häufigsten von Kulturschaffenden in ihrer Korrespondenz mit dem Institut für geistiges Eigentum geäußerte Wunsch. Denn viele haben Angst davor, dass ihnen ihre Ideen geklaut werden. Im Initiativtext ist ein solches Register als Kann-Vorschrift vorgesehen, denn es dürfte ein Problem sein, dass ein solches Register in nationaler Gesetzgebung wohl nur schwierig auf die nationale Ebene beschränkt werden kann. Eigentlich müsste es auf internationaler Ebene geführt werden. Die Verwertungsgesellschaften und die Urheberrechtsindustrie versprechen seit Jahrzehnten, solche Register zu schaffen. Sie tun aber systematisch alles, um das zu verhindern, denn sie lieben, im Trüben zu fischen und so beachtliche Profite einzustecken.
Wenn es mir gelingt, einige Unterstützer für diese Idee einer Volksinitiative zu sammeln, dann wäre der nächste Schritt, die Initiative zu lancieren. Wichtig wäre, möglichst institutionelle Unterstützer zu gewinnen, wie die Verbände von Kulturschaffenden, Gewerbeverbände, NGOs, Jungparteien, Parteien. Mit modernen Mitteln ist das Sammeln von 100.000 Unterschriften in 2 Jahren, genauer gesagt in 18 Monaten, einfacher geworden. Da aber die persönliche Überzeugungsarbeit dabei in den Hintergrund tritt, ist die Wahrscheinlichkeit eher kleiner geworden, dass danach die Volksabstimmung gewonnen wird. Die Diskussion mit der allgemeinen Bevölkerung kommt zu kurz. Diese ist besonders wichtig, da die geschlossene Front der traditionellen Medien diese Diskussion zu verhindern versucht. Am Ende werden nicht nur 100.000, sondern mehr als die Hälfte der Stimmen der Stimmbürger benötigt, um die Initiative durchzusetzen. Die Prüfung des Initiativtexts und die eigentliche Lancierung des Volksbegehrens ist erst sinnvoll, wenn genügend potente Unterstützung im Boot sind. Das ist eines der Ziele meines Vortrags heute, dass ich weitere Unterstützung finde. Damit möchte ich gerne Nicole bitten, also den Vortrag abschließen und mich auf die Fragen aus dem Chat beantworten, die von Nicole mitgeteilt werden. Super. Vielen Dank erstmal für diesen spannenden Einblick ins Thema Urheberrecht und Internet. Gerne gerade mit der ersten Frage, und zwar wäre eine solche Verfassungsänderung vereinbar mit der Werbung? Da ich Nicole immer noch nicht höre, müsste sie entweder etwas in den Chat schreiben. Aber ich habe mich unmuted, aber ich kopiere oder die Frage kurz. Ich kann versuchen, direkt auf dem Chat die Fragen selber zu beantworten. Warte. Aber eine Triage von Nicole wäre vielleicht sehr nützlich. Bitte sehr. Frage 1 im Chat. Ja, ich denke, also die Frage lautet, wäre eine solche Verfassungsänderung vereinbar mit der Berner Konvention? Die moderne Fassung der Berner Konvention ist eben das TRIPS-Abkommen, das ich erwähnt habe. Ich denke, dass eine solche Verfassungsänderung tatsächlich vereinbar ist mit diesem Abkommen. Es ist ja so, dass auch im amerikanischen Urheberrecht das Konzept von fairer Nutzung bis etwa in die 90er Jahre durchaus vereinbar war mit der Berner Konvention. Und die Beschränkung, dass die Schutzfristen auf 50 Jahre bleiben dürfen, habe ich extra eingeführt, damit die Vereinbarkeit mit der Berner Konvention erhalten bleibt. Ich denke, das ist eine spannende Frage. Die Frage ist, wie hat sich die Urheberrechtslobby historisch einen derartigen Einfluss auf die Politik erreicht und wieso konnte sie sich halten? Ich denke, das hat etwas mit der Tatsache zu tun, dass das Urheberrecht auch die Medienschaffenden betrifft und dass die Politiker in einer Demokratie und die Medien in einem sehr komplexen und engen Verhältnis zueinander stehen, denn sie sind aufeinander angewiesen. Ein Politiker, der gewählt werden will, muss viel Rücksicht nehmen auf die Medienschaffenden. Und solange die Medienschaffenden blind glaubten, dass mehr Urheberrecht ihnen mehr nützt und weniger Urheberrecht ihnen schadet, haben die Politiker einfach mitgemacht. Dann poste ich jetzt gerade noch schnell die nächste Frage. Dabei geht es um AGBs. Ich habe die Frage, glaube ich, nicht ganz verstanden. Es ist von AGB die Rede, welche enthalten, dass keine Rechte Dritter verletzt werden dürfen.
Also ich nehme mal an, es geht um Plattformen wie Facebook oder so, wo man sich sozusagen im Moment, wo man mitmacht, dazu verpflichtet, keine Urheberrechte von Dritten zu verletzen. Das ist genau einer der Punkte, dass im Moment, wo es sich um eine faire Nutzung handelt, und das wird dann halt im Gesetz im Detail ausgeklamüsert werden müssen, wo man also nicht den Eindruck hat, dass zum Beispiel das Hochladen auf Facebook den ursprünglichen Urheber oder seine Rechteinhaber stark in seiner Geschäftstätigkeit einschränkt, dann müsste eben keine Einwilligung eingeholt werden. Und in diesem Falle könnte man den AGB in solchen Plattformen problemlos zustimmen. Es ist dann noch eine Frage, wie das im internationalen Kontext ist. Das ist nicht so einfach, aber andererseits ist das internationale Privatrecht auch nicht so ganz einfach für die Leute, die klagen wollen. Sie müssen nämlich irgendwo dann vor einem Schweizer Richter sich rechtfertigen. Dann die nächste Frage geht um die Angst vor Ideen. Hier wird gefragt, registrieren und damit schützen könnte man nur Werke, nicht Ideen in einem Register. Das ist richtig. Urheberrecht hat sich generell immer nur auf Werke bezogen und sollte sich in der Hinsicht nicht unbedingt verändern. Ideen kann man nicht schützen. Punkt. Das ist einer der Gründe, warum zum Beispiel keine mathematischen Theoreme geschützt sind. Soweit man Ideen schützen kann, gehört das vielleicht in den Bereich des Patentrechts, aber sicher nicht in den Bereich des Urheberrechts. Die Frage lautet, ist es realistisch, eine Abstimmung gegen die Medienmonopole zu gewinnen? Ja und nein. Das wird sich zeigen, wenn wir es probieren. Ich halte es heute für realistischer als auch schon, weil der Missbrauch inzwischen sehr groß geworden ist und weil die Medienschaffenden schon lange nicht mehr so eindeutig davon überzeugt sind, dass sie davon profitieren, wenn das Urheberrecht extremer wird, weil sie haben natürlich auch alle verstanden, dass ihre eigene Produktivität davon abhängt, dass sie nicht immer die Urheber behelligen müssen. Insofern denke ich, ja, es ist vielleicht realistisch, eine Abstimmung gegen bzw. mit dem jüngeren Medienschaffenden der Medienmonopole zu gewinnen. Die Frage ist, gibt es ein Land, welches ich als Vorreiter in dem Bereich ansehe? Ich denke, das Konzept von Urheberrecht als Regelung von Fair Use und also Ausschluss von unfairem Wettbewerb entspricht wahrscheinlich dem ursprünglichen Konzept des Urheberrechts in den USA, das noch bis in die 90er Jahre einigermaßen realistisch funktioniert hat, sogar anfänglich natürlich mit einem Register, woher auch dieses lustige Copyright-System-Symbol stammt. Und erst in den 90er Jahren hat die Urheberrechtsindustrie und die europäische Urheberrechtslobby die Amerikaner dazu gebracht, auf einen restriktiveren Kurs einzuschränken. Verzeihung. Ja, gut, schließen wir ab. Ich danke Nicole und ich bin gespannt auf Reaktionen. Super. Vielen Dank nochmals für den spannenden Vortrag und fürs Vorlesen der Fragen. Bitte entschuldigt die Probleme mit dem Ton. Weiter geht's jetzt um 15:15 in der Lounge mit dem Schlusswort von Elian. Hartwig wird euch auch virtuell noch für Fragen zur Verfügung stehen. Er wird in der 2D-Welt in der Lounge noch im Classroom noch anzutreffen sein. Falls ihr noch weitere Fragen habt oder mit ihm gerne über das Thema diskutieren möchtet, seid ihr dazu herzlich eingeladen. Oder auch wenn ihr schon eure Unterstützung zu seinem Projekt kundgeben möchtet, ist das natürlich auch sehr gerne gehört.
Somit vielen Dank für die Teilnahme, vielen Dank, dass ihr da wart und wir wünschen euch noch einen schönen Abend.